Hallihallo Leute, wir bauen heute ein riesen Monsterzelt hier bei uns im Garten auf. Wir gucken mal ganz genau, wo das hinpasst. Nastja, hast du schon eine Idee? Ich hätte da gesagt, aber der Papa will da. Wir gucken mal, das ist 8 Meter mal 4,70 Meter. Wir werden ja im Sommer mit dem Zelt nach Italien fahren und wollen das nicht machen, bevor wir das einmal komplett aufgebaut haben. Wie gesagt, wir suchen uns jetzt eine Stelle und stellen alle Sachen da rein, die wir auch mit in Italien haben. Dann wissen wir, ob uns was fehlt oder ob wir uns zu viel gekauft haben. Einmal quasi Probecampen. Bevor wir das Zelt aufbauen, müssen wir als allererstes erstmal Rasen mähen hier. Und bevor wir Rasen mähen, müssen wir den ganzen Müll von euch wegrollen. Ihr Gauner. Gut aufgeräumt, Junge. Wir holen mal einen Zollstock und messen jetzt hier einmal unser Grundstück aus. Das muss 800 mal 470 sein. Das ist riesig. Wir bauen das da auf. Kinder, hier liegt Kacke auf dem Boden. Wir bauen das da auf. Und da liegt Kacke. Von den Kappen. Ja, das muss irgendeiner wegmachen. Ich nicht. Was denn? Also. Der Noah muss hier. Nein. Der Alex. Die Wiese ist gemäht, jetzt bauen wir das Zelt auf. Die Ränder machen wir beim nächsten Mal, oder? Das passt. Da ist es. Aber nicht eingepackt. Nee. Ja, wir müssen uns jetzt Gedanken machen. Das ist, glaube ich, die Plane, die da unten hinkommt. Die legen wir als erstes mal dahin, machen die mit Heringen fest und dann gucken wir, wie das Zelt darauf passt, oder? Ja. Großen seid die Sicherheitspolizei, dass da keiner drauf geht, okay, Kinder? Ja. Oh, Papa, können wir das wieder da so? Alles gut. So. Das ist das Zelt hier. Das ist ungefähr 5 Kilo schwerer als die Mama. Ich mach das jetzt mit Heringen einmal am Boden fest. Das war ja unser Problem beim letzten Mal in der Halle. Da konnten wir, weil das Betonboden war, die Heringe von dem Zelt nicht in den Boden machen. Das machen wir jetzt hier einmal und dann müsste das eigentlich relativ gut funktionieren, wenn wir das aufpusten. Dann müsste das alles da stehen bleiben, wo es auch sein soll. Wir haben es herausgefunden jetzt, wofür die verschiedenen Farben sind. Willst du das sagen, Nastja? Gelb steht für diese gelben Seile. Die da hinten, Nastja, oder? Ja. Da, guck mal, da hinten. Und da. Oder hier, diese. Ja, genau, die sind für die. Die sind für die. Die schwarzen sind für die Seiten hier, ne? Ja. Für die quasi Unterseiten. Hier, die Dinger? Ne, hier, glaube ich, das hier. Ne, da. Ja, da. Die sind für hier die. Und die hier sind für die Ecken. Also schwarz für die Seitenkanten, silber für die Ecken und gelb für die Seile zum Abspannen. Jetzt im Prinzip nur noch aufpusten. Und beim Aufpusten muss man hier in dieses Ventil einmal draufdrücken, dass der rausguckt. Dann diesen Verschluss hier ansetzen, drehen. So. Und im Prinzip dann hier Kammer für Kammer aufpumpen. So, das hier ging relativ schnell. Da ist zwar noch viel zu tun, man muss das ganze Zelt noch abspannen hier an diesen gelben Dingern. Ich mache das auch jetzt und zeige euch dann, wie das komplett fertig ist und wie die Einrichtung aussieht. Hier, um das ganze Zelt noch zu stabilisieren, kommen hier diese Zwischenhalter überall hier zwischen. Die sind aber irgendwie farblich markiert und ich gucke jetzt mal. Ach, da ist rot und rot. Das ist ja easy. Rot und rot. Weil die sind von der Länge her verschieden. Da hinten ist orange, blau. Der letzte erübrigt sich wahrscheinlich. Der hat nichts. Und blau. Perfekt.
Alle rein. Mach mal an, nur. Yeah. Ja. Jo, hier ist Licht an. Frisch, hast du? Ja. Noch fresh, ne? Da habe ich auch ein Licht aufgehangen. Da steht ein Kühlschrank, das zeige ich euch aber alles morgen. Erstmal machen wir uns hier breit und pennen hier eine Nacht drin. Was gibt es da noch? Es gibt Teller, Suppenteller, Gläser, Taschen, ja. Dann noch kleine Teller und Brettchen. Zeug drin. Hier diese Campingküche. Bank hier. Raphael, wo ist der? Der holt für alle Schuhe, aber der soll sein Müsli mal essen. Ne? Ess mal dein Müsli, Junge. Ja, okay, dann mach das. Du bist ja am Kümmern, Junge. Hier kann man aufmachen. Ohne Reißverschluss. Dann klatscht das so wieder zusammen. Na, zeig das nochmal. Zack, und geht von alleine wieder zu. Da hinten auch, wo der Kleine ist. Der Kleine. Noah. So, Nastja, ich glaube, dein Omelette ist fertig. Die Nacht war aber eiskalt, das muss man sagen. Wir hatten 11 Grad die Nacht gehabt und das war uns echt ein bisschen zu kalt. Ich habe so einen Heizlüfter dann hier reingeholt und dann ging's. Ne? Dann war es ganz okay. War schön eigentlich. War cool, jo. Hat echt Bock gemacht. Ich zeige euch mal, wie unsere Schlafkabine aussieht. Hier ist auch dieses Quick and Quiet. Heiter. Hier haben wir gepennt heute. Ja. Ja, natürlich. Ich verlinke mal alles, was wir hierfür gekauft haben, in der Videobeschreibung. Wie gesagt, ich habe nichts irgendwie hiervon gesponsert bekommen. Ich habe mir das alles selber gekauft. Ich wollte eigentlich einen Wohnwagen kaufen, aber das ist erstens extrem viel teurer. Und ich habe da überhaupt keinen Platz, ihn unterzustellen. Und ich habe gedacht, wenn man so viel Kohle ausgibt für einen Wohnwagen, dann soll der auch da stehen, wo es nicht hagelt und den Witterungsbedingungen nicht so krass ausgesetzt ist, der Wagen. Das sollte dann schon sein. Und da haben wir gedacht, als Zwischenlösung, so als Übergangslösung ist so ein Zelt eigentlich ganz cool. Aber wenn es hagelt, hagelt es hier rein? Hier? Ja. Hier hagelt gar nichts rein, Junge. Papa. Das ist bis Windstärke 10, dieses Zelt. Keine Ahnung, das ist was ist los, Junge? Die wegschmeißen. Die wegschmeißen nicht, aber du kannst sie auf Seite räumen auf jeden Fall. Warum die Schlappen nicht mehr? Ja, dann räumen die raus. Dann räumen die raus. Ich brauche die Schlappen nach. Der hat dir deine Schuhe geholt. Ich habe von allen die Schuhe geholt. Jo. Ja, aber hier ist so ein. Nein, aber ich habe auch deine hier. Alex, gibst du dem Noah das Wasser wieder, ja, damit er das zumachen kann? Papa, dann ist Windstärke 12. Ja. Dann ist Windstärke 12 und dann sind da fliegt das Zelt weg, ne? Ja, aber das soll halt bis, ich meine bis Windstärke 10 oder sogar 11 oder, also richtig hart. Hier ist so eine, ich weiß nicht, ob man das sieht. Hier ist so ein Maschengewebe in der Decke drin und in den Außenwänden und obwohl, jetzt ehrlich gesagt, in den Außenwänden sehe ich es gar nicht. Doch, hier. Da auch. Ist überall so ein Maschengewebe drin und das soll wohl richtig stabil sein. Also ich glaube, Noah, selbst wenn es hier hagelt, klatscht hier nichts rein. Wissen tun wir es nicht, aber wir werden sehen. Wir freuen uns auf jeden Fall auf den Urlaub in Italien mit dem Zelt. Da wird auf jeden Fall nicht so kalt werden in der Nacht. Und ich bin mal gespannt, was die Mama dazu sagt. Die ist gerade einen Kurztrip in Berlin machen und wenn die wiederkommt, ist hier alles schön aufgebaut. Die entscheidet sowieso, wo die Küche steht und wo alles steht, ob wir noch zusätzlich ein Pop-Up-Zelt aufbauen. Aber ich finde, ist nicht nötig, weil dieser Raum da, dieser große Raum, da steht halt gar nichts drin. Ich habe gedacht, hier essen wir, weil wenn irgendwie Essensreste runterfallen oder sowas, dann fallen die hier auf diese Plane und nicht auf diesen Teppich da. Der Teppich ist auch extra hier für dieses Zelt gemacht. Der hat so eine Gummiunterlage, das ist ganz cool. Ich gut. Auch nicht dabei. Warten wir mal auf die Mama.
So, Mama. Guck, der Eingang. Ach so, habt ihr das auch alles ausprobiert? Ich habe einmal komplett alles aufgebaut, so wie wir das da haben wollen. Den Schrank auch da, ne? Guck mal, den hast du dir zeigt, wie das an. Ne? Da sind das Steck und da. Cool. Und, Na, ist auch was also noch essen. Ja, ich habe gestern mit meinem Bruder hier ein bisschen was getrunken. Nein. Ne, Whisky, da steht noch ein Whisky. Eingang. Ja. Und diese Folie hier kann man entweder reintun oder nicht reintun. Okay. Wir haben die jetzt mal reingemacht, weil wir das einmal komplett so aufbauen wollten. Das ist ein Fenster, das ist auch ein Fenster. Genau, die Fenster kann man hier auch hochmachen. Macht das Sinn, den Tisch da reinzustellen anstatt hier? Nee, ich hatte den hier stehen. Das macht wahrscheinlich mehr Sinn, weil ich habe auch gedacht, wenn wir da frühstücken und da liegt dieser Teppich. Ja, dann, besser hier, ne, zu essen. Auf jeden Fall. Und dann vielleicht die Folie tatsächlich wegzulassen. Ja, das kann man machen. Das kann man machen. Okay. Und die Türen sind magnetisch. Ja. Und dann kriegst du dich wieder. Oh, muss man aber schon gucken. Ja, ein bisschen muss man gucken. Ja. So, und dann halt einfach das, diese beiden Laschen so nach außen. Und dann geht das gut zu. Ja. Und darauf haben sie ganz leckere Musik gehört, als wir schlafen wollten. Cool. Das ist für jeden zwei so Fächer. Das ist eigentlich auch perfekt. Für jeden? Wir sind sechs Leute. Ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ich nehme... Wie hast du gezählt? Ja. Oh, und was ist das? Ja, da habe ich mit meinem Bruder heute gepennt. Die Kinder haben hier gepennt. Also die erste Nacht habe ich hier mit denen geschlafen und das war sehr, 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 sehr kalt. Und ich habe da geschlafen. Und also die Wände sind nicht sehr dick hier. Was? Ich habe hier geschlafen und bin fast gefroren. Jo. Gefühlt. Und wir müssen ja, auf jeden gut, Fall. Es waren auch kalte Nächte. Ja. Ich glaube, wir müssen auf jeden Fall noch eine andere Matratze holen für hier. Das ist ja, da, oder? Auf der, also da war es eiskalt. Moment mal, habt ihr jetzt die richtigen immer, Matratzen? Aber hier ja. Das ist die Klappmatratze, die wir gekauft haben. Das sind die Zockerzimmer. Das sind die Zockerzimmermatratzen. Ja. Mhm. Weil da war es eiskalt, aber dann als ich hier geschlafen habe, da war es viel wärmer. Wir werden bestimmt noch das ein oder andere dazu holen. Wie gesagt, dieser Tisch kommt wieder da in diesen Vorraum. Und dann ist hier ganz schön leer. Da steht nur dieser Schrank drin und sonst im Prinzip nichts, weil diese Matratze kommt auch wieder raus. Mal sehen. Ich hole vielleicht noch irgendwie so eine Lounge, so eine aufblasbare oder so, die man hier reinstellen kann, weil sonst kann man das nicht nutzen. So, das war es auf jeden Fall mit dem Video. Peace, Leute, bis dann. Macht's gut und seid fleißig. Perfekt. Beim ersten Mal, erste Sahne.